Hallo und herzlich willkommen zurück. Liebe Freunde, bei Edna bricht aus. Wir sind ausgebrochen, aber noch nicht ganz. Wir brauchen immer noch ein Auto. Und wir kommen hier nicht weiter, weil der Typ da immer so schnell wiederkommt. Gehen wir mal und gucken, ob wir eventuell noch mal was mit dem lustigen, hupenden Auto machen können. Aber ich denke mal, egal was wir da machen, es wird immer wieder die Alarmanlage anspringen. Ich könnte drinnen noch ein paar Türen aufschließen. Hallo, Edna? Wie gesagt, ich könnte drinnen noch ein paar Türen aufschließen, aber außer dass mir das halt in dem Sinne was bringt, dass ich jetzt überall hin kann, ist auch nicht so. Das Auto ist dafür da, weil der Chauffeur im Eingang steht und du nicht mehr reinkommst. Ja, aber wenn ich da vorne reingehe, dann sieht mich ja der Pförtner. Das wäre ja schön doof, da vorne reinzulaufen. Oder ist der Pförtner jetzt auch unterwegs und sucht mich im ganzen Haus? Netter Schlitten. Netter Schlitten, ja, finde ich auch. Na gut, ich geh mal wieder rein und schließe mal so ein paar Türen auf, wie gesagt. Dass wir da so ein paar Shortcuts haben auf jeden Fall. Da muss ich nicht immer mit dem Wäschelift fahren. Jetzt ist halt die Frage. Die sind ja jetzt alle hier in der Küche. Beziehungsweise nicht in der Küche, in der Kantine, die Insassen, ne? Oh, oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Ah. Don't cry for me, Argentina. The truth is... niemand da. Ich suche lieber einen anderen Weg. Okay. Ach, so ist das mit ihm zum Auto locken gemeint. Ja, ja, ja. Hinten rein. Ach, naja, ich kann ja auch, wie gesagt, den Wäschelift benutzen. Hallo? Wer bist denn du? Dich kenne ich ja noch gar nicht. Er sieht beschäftigt aus. Egal, wir reden trotzdem mit dem. Er sieht beschäftigt aus. Nein, wir reden trotzdem das mit dem. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Genau. Ich frag mal. Genau. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Handtücher, Schmandentücher. Das hatten wir schon. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Da könnte ich mich doch verstecken, oder? Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Schwupp. Wer hat jetzt bitte den Wagen gefahren? Ich bin unterm Tisch. Ach, guck mal, wie süß die zwei ganz rechts. Oh, Petra und Peter, sind sie nicht ein Traumpaar? Okay, der Bienenmann ist da und der lustige Professor. Was können wir hier machen? Die beiden teilen sich denselben Magen. Ja, genau. Tun sie nicht. Hey! Psst! Du und Philly, ja. Philly ist auch immer so genervt, wenn ich ihn so umklammer. Vor allem, was sie ihn anhimmelt. Ja, nee, wie sie ihn anhimmelt. Ja, ja. Und er denkt sich wahrscheinlich die ganze Zeit nur... Ja, ja. Oh Mann. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Was gibt's zu essen? Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Was macht er denn jeder mit seinem Kopf? Das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Sorry, ich glaube, ich habe das nicht, oder? Weiß gerade gar nicht. Habe ich das? Nein, aber bei mir gibt es eh nur zwei Commands. Ich habe noch nicht so viele. Ich gebe nur den Lurk und den Discord-Command. Sorry, aber ich will da demnächst noch mal ein bisschen dran arbeiten. Bestimmt. Vor allem, es gibt Wünsch dir was. Die Liste hing aus. Wir haben uns die Liste angeguckt. Da stand überhaupt nichts drauf. Wird Zeit, dass Mama dir mal unter die Arme greift. Ja. Ja, ich komme immer nicht dazu, mir solche Sachen mal zu machen. Ich wollte auch schon längst mal ein Avatar mir machen, aber ich bin auch da noch nicht dazu gekommen. Hä? Ich habe einen Generalschlüssel. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Mhm.
Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Alle Wachen? Wachen ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Natürlich. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Mit dem Aufhübschen und so. Da schauen wir mal. Vielleicht am Wochenende. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne hinein verwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Eine Schwachstelle finden? Ich muss die Wachen dazu bringen, dass sie sich streiten. Okay. Eigentlich muss ich die Leute, die hier sitzen, dazu bringen, dass sie sich streiten, damit sie eine Essensschlacht machen. Ich verkriech mich dann mal wieder. Okay. Ist gut. Bis dann. Kann ich eigentlich auch mit denen hier vorne reden? Nee. Mit den anderen? Mit dem Bienenmann kann ich noch reden. Du wirst gleich die Welt des Schmerzes kennenlernen. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Oh. Pupsen. Ja, genau. Und dann weiß keiner, wer es war. Also ich muss... ich brauche erst einen... Na, wir gehen erst nochmal weg. Vielleicht muss ich erst noch was anderes machen. Ich finde Peter und Petra immer noch am besten. So, wartet mal. Hier ist nämlich diese Liste. Steht da denn inzwischen irgendwas drauf? Ah, ja, tatsächlich. Also, schauen wir mal. Mit dem Messer seine nackten Füße kitzeln. Das wäre auch eine gute Idee. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas mit dem Essen machen. Also, Peter will Brei. Hoti und Moti wollen Hähnchen. Adrian Kartoffeln. Professor Nock. Wir tauschen einfach alles aus, oder? So? Hier war ja nichts mehr, ne? Darin bewahrt man für gewöhnlich... Da ist aber nur... Die haben ja keine Löffel. Die Löffel sind alle weg. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich irgendwie auf die anderen Etagen komme. Um zu sehen, ob ich da noch irgendwas erledigen könnte. Ich denke, im Großen und Ganzen würde es darauf hinauslaufen, dass wir die, wie Herr Mantel immer noch in der Waschmaschine sitzt. Will der denn nichts essen? Der isst einfach nicht. Würde es darauf hinauslaufen, diesen Streit zu provozieren, würde ich sagen. So, gucken wir mal, ob wir den noch benutzen dürfen. Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Was? Mist. Frechheit. Mein einziges Transportmittel. Was war eigentlich nochmal in der Tür da unten? Moment. Konnte ich da durch? Ja. Ach so, das ist dieses Archiv. Das hilft uns jetzt auch nicht mehr wirklich weiter. Gucken wir mal, ob das jetzt schon was gebracht hat mit den Portionen. Muss mal in bestimmter Reihenfolge. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich habe jetzt einfach mal, rumprobiert. Wir werden mal sehen. Der Koch kann uns das doch bestimmt sagen. Aber der redet ja nicht. Er sieht beschäftigt aus. Ja, er ist beschäftigt. Siehst du? Sicher. Bla bla bla. In bestimmter Reihenfolge. Das würde dem Koch wohl auffallen. Ach so, nee, nicht mitnehmen, reingehen. Das könnte klappen. Was? Rum? Vor allem dieser Zopf auch von Petra, ne? Was? In bestimmter Reihenfolge vertauschen. Hast du rumprobiert? Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Oh, 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 oh. Hey! Nee, das ist nicht richtig. Ist
Hat das irgendwas mit den... mit der Reihenfolge vom Sport zu tun? Auch nicht wahrscheinlich. Du wirst gleich... Reden kann ich mit den Leuten nicht. Also sitzen tun die ja Bienenmann, Nock. Ich weiß gar nicht mehr, wer was hatte jetzt, wo ich alles vertauscht habe. Die Sache ist, wie kriege ich das denn dazu, dass das hierher gebracht wird dann auch? Also wartet mal. Die Sitzreihenfolge ist umgekehrte Reihenfolge auf dem Zettel. Ne, der Bienenmann sitzt ja ganz links, dann der Nock, dann Adrian, die beiden Siamesen und Peter und Petra. Nehmen Sie es mit der... ja. Ich weiß nicht mehr, wer was hatte. Kann ich das irgendwie wieder zurücktun? Wartet mal, Nock hatte, glaube ich, Klöße. Weiß noch einer, wie das vorher war? Ich glaube, so. Der Mokka-Pudding war ganz unten, so. Und dann war das noch vertauscht. So war es vorher. Nein, nicht spoilern. Wehe. Ich muss noch mal überlegen. Der eine da oben ist gelb. Warum ist der gelb? Soll ich es genau umgekehrt machen? Also quasi was unten ist nach oben und von oben und... und von, ja, ist doch egal. Und alles, was oben ist, nach unten. So. Aber das ist ja eins immer noch nicht vertauscht. Die haben auch verschiedene Grautöne. Ha. Du könntest also nicht, du könntest mich nicht spoilern, du könntest mir sagen, ob ich die Lösung irgendwo finde. Ich glaube ja immer noch, dass es irgendwas mit dem Sportunterricht zu tun hat, mit der Auswahl im Sportunterricht vielleicht. Soweit ich weiß nicht, wie soll man denn da dann drauf kommen? Ja, aber irgendwie muss man ja auch von alleine drauf kommen. Es wird doch keiner sich hingesetzt haben und alle Kombinationen ausprobiert haben. Ah, das ist ja doof. Okay, wartet mal. Ich meine, nee, das mit dem Sportunterricht, das hatten wir ja schon. Das war ja wichtig wegen Adrian. Nee, eigentlich auch nicht so richtig wichtig wegen Adrian, ne? Aber ich kann ja hier gar nichts servieren. Kann ich da einfach rausgehen? So, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Boah, mach doch nicht so einen kurzen Blick. Ich wollte doch mal schauen. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Die macht halt wirklich einen sehr kurzen Blick. Weil heute gibt's Wünsch dir was und Wünsch dir was ist alles in einem Topf. Kriegt also sowieso jeder das Gleiche. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Man muss da doch irgendwie drauf kommen können. Haben die vielleicht irgendwann schon mal gesagt, was sie mögen und nicht mögen? Wahrscheinlich auch nicht. Tja, nun. Kann man da irgendwie alleine drauf kommen? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich möchte nicht, dass du mir mal alles vorsagst. Ich komme mir so dumm vor. Das ist halt an so Point-and-Click-Adventures von früher echt rumprobieren, ja. Echt doof.
Naja, also ich probiere jetzt mal verschiedene. Also wir hatten ja jetzt ausgetauscht einfach mal so random. Das hat ja nichts gebracht. Klöße und Kartoffeln sind ja vielleicht so, naja, wobei, wenn es keine Kartoffelklöße sind, ha. Nee, ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht. Selbst per Google nicht rausgefunden, wie man davon allein drauf kommen soll. Ja, es ist halt wie mit diesem, was war denn das? Wie mit dieser, mit diesem Buch, was man da noch auf diesen Sockel legen musste, ganz am Anfang. Das ist auch so eine Sache. Wie soll man da denn drauf kommen? So random. Einfach so, dass man genau dieses Buch auf diesen Sockel legen soll. Das ist so blöd irgendwie. Naja. Na gut, da ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, darfst du mir mal verraten, wie es ist. Mokka-Pudding. So, jetzt habe ich die beiden getauscht. Warte mal, immer von unten nach oben tauschen? Nee, das ist es auch nicht, oder? Nee, das ist es auch nicht. Ich habe gerade überlegt, halt immer wieder das untere nach oben tauschen, aber das ist es tatsächlich nicht. So. Frag mich echt, wie man da drauf kommen soll. Es hat vielleicht irgendwas mit diesen Farben dann zu tun, hier von den Magneten. Aber wo sieht man die? Das ist halt die Frage. Das ist ja echt doof. Na gut, danke dir. Wir machen mal weiter. So, jetzt muss ich da wieder... Oh, habe ich jetzt das Richtige? Ja. Könnte sein, dass es irgendwo im Archiv versteckt war, aber... So, und jetzt muss ich... Moment, jetzt muss ich den bestimmt irgendwie auf den Fuß pieksen oder so. Probier's nochmal mit der Gabel. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Aber ich habe doch einen Plan. Scheint nicht richtig gewesen zu sein. Vielleicht muss ich doch erst die Lösung finden. Kann ich die pieksen? Schade. Ich komme nicht durch den Schuh. Komme nicht durch den Schuh? Sonst hätte das ein großes Hallo gegeben. Wir haben auch noch andere Sachen, mit denen wir zupieksen können. Hier zum Beispiel damit. Geht auch nicht. Schade. Ich komme nicht durch den Schuh. Sonst hätte das ein großes Hallo gegeben. Ja, ich kann ja nur mit denen hier reden. Die sagen nichts weiter. Verkrieche ich mich dann mal wieder? So. Bis dann. Mit denen da kann ich nicht reden. Mit denen auch nicht. Ich könnte hier, aber da sagt sie nur... Du wirst gleich die Welt des Schmerzes kennenlernen. Ja, mehr sagt sie nicht. Ich glaube, ich muss dem jetzt irgendwie... Ach, warte mal, kann ich den vielleicht mit dem Hammer hauen? Bevor ich anfange für Unruhe... Sie braucht erst einen Plan, sagt sie. Ja, aber der Plan ist doch, dass das Essen hier falsch serviert wird. Ich kann ja sonst nirgendwo anders hin. Aber ich glaube nicht, dass ich schnell genug bin. Wartet mal, das will ich mal gerade ausprobieren. Nee, habe ich nicht, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich schnell genug bin. Warte. So. Ich kann sie ja auch nicht bewegen, wenn der da rauskommt. Kann ich nichts machen. Ja, ja, aber ich kann jetzt nichts machen. Der kommt jetzt raus. Ah, okay. Und jetzt schnell wieder rein. Ah. Ich glaube halt, ich bin zu langsam. Na, hoch, schnell, 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 schnell. Okay. Jetzt kann ich erstmal hier die Tür aufschließen. Okay, gut. Ich habe gedacht, ich wäre zu langsam. Wenn ich da...
erst das Auto berühren muss und dann wieder rein und so. So, jetzt können wir hier halt rein. Hallo, Mais. Mensch, schön, dass du da bist. Hallöchen. Was macht er denn da? Lange nichts gehört. Aber schön, dass du dabei bist. Adrian ist hier. Hallo, Alu, alte Socke. Alu, Mann, nicht Adrian. Immer noch am Ausbrechen. Warum isst du nicht? Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ah. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Die Evox. Das ist eine explosive Mischung. Ja, schön. Schön. Alles gut bei dir? Wie war dein Tag? Hast du eine Idee, wie wir durch das Haupttor kommen? Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt sich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Mhm. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Ja, und ich schaffe es nicht. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Ja. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Hm. Unproduktiv war dein Tag? Ah ja, muss aber auch mal sein, oder? Denke ich. Ja, die Sache ist halt... Mit diesem Typen da, der in der Zentrale da oben sitzt. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, den Knopf zu drücken und das Kabel durchzuschneiden, bevor der wieder da ist. Und wenn ich den Knopf drücke und er kommt wieder, dann sieht er ja, dass das Tor auf ist und macht es wieder zu. Das ist halt schwierig. Da müssen wir mal gucken. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor. Ja, wir nehmen reichlich Anlauf. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen. Wir kochen uns in die Freiheit. Wir besorgen uns ein Vehikel. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Ja. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. So, ja, ein Fahrzeug hätten wir ja, das hat nur keinen Reifen. Okay. Ich komme dann später wieder. So, okay, dann nützt mir das jetzt ja auch nicht mehr viel. Ich gehe mal weiter. Wer ist hier noch? Niemand. Telefoniert gerade irgendjemand? Nein. Die Frage, sind die hier auch überall oder kann ich hier lang? Oh nö, er ist weg. Schade. Da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Kannst du das nicht mitnehmen? Nicht. Nein. Gleich alles nehmen. Nee. Was haben wir da? Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Ja, genau. Vielleicht kann der Harvey uns da helfen, dass wir wieder was Neues lernen. Ich weiß es gar nicht. Walt Disney war hier. Was? Walt Disney war hier. Ich bin mir ganz sicher. Versteck mich. Was? Ganz ruhig, kleiner Kumpel. Walt Disney ist tot. Er kann dir nichts mehr tun. Zu bunt. Okay. Offensichtlich nicht. Na gut, gehen wir mal wieder weg. Hm.
kann ich jetzt vielleicht die Wachsmalstifte mitnehmen? Der Bienenmann braucht sie doch nicht mehr. Nein, der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Dein Ernst, Edna? Die hätten wir einschmelzen können. Oder nimm doch den Schlüssel jetzt mal mit. Es ist verlockend. Aber genau das macht jemand... Oh, besser, ja, das haben wir auch alles schon mal gehört. So, hier ist auch keiner mehr. Nee. Frag mich, warum hier so viele Sachen zum Angucken sind, wenn man damit überhaupt nichts machen kann. Um den Menschen zu verwirren wahrscheinlich. Hier liegt übrigens das schwerste Puzzle der Welt auf dem Tisch. Kann ich da noch irgendwas machen? Nicht wirklich. Hätte ja immerhin sein können. So, ich brauche noch Beweise, hat sie gesagt. Und sie will ja auch... Stimmt, wir müssen ja den Schlüsselmeister auch noch befreien. Schauen wir mal, wenn wir weiter hochgehen. Ja. Okay. Was war da hinten? Nix weiter. Das war nur der Schlafsaal. Und hier war der Schlüsselmeister, ne? Hallo? Der Schlüsselmeister. Da ist er. Du bist frei! Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Ich habe den Generalschlüssel. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Oh ja, aber kein Platz für Sarkasmus, Freundchen. Das größte Hindernis steht noch bevor. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Ja, warum nicht? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. ich habe einen Lieferwagen gefunden. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Ich stehe in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Wolltest du nicht mitkommen? Ich sagte es bereits. Wir treffen uns in der Garage. Okay. So, der Schlüsselmeister ist frei. Jetzt brauche ich aber immer noch Beweise. Wenn ich da hochgehe, sind da bestimmt Leute, ne? Ist der hier eigentlich wieder da? Nein. Ich weiß immer noch nicht, wofür dieser kleine Schlüssel hier ist. Wo ist denn der da? Ein alter Schlüssel. Moment, kann ich damit vielleicht... Ich will noch mal einen weiter runter gehen. Kann ich damit vielleicht den Glaskasten hier öffnen? Oder war der Schlüssel... Ach nee, der Schlüssel war für diese Tür hier. Kann das sein? Stimmt, ich glaube, damit haben wir diese Tür hier geöffnet. Wo finde ich Beweise? In seinem Büro, aber da komme ich ja so nicht rein. Der wird ja da oben jetzt sein eigentlich, oder? Mal gucken. Oh, Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Muss mal schauen. Moment.
Okay, ich bleib mal hier stehen, weil ich muss die YouTube-Folge beenden. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne noch den einen oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Edna bricht aus. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!